Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu SPI, Hearts of Iron 4. Wir haben hier eine Menge Packs, sich gerade. Es schreit doch danach, dass wir die Panzerabwehr bei uns reinschmeißen. Wir haben bei Weib nicht genug, aber jedes bisschen zählt ja schon. Raketenartillerie, da haben wir noch zu wenig. Das können wir gerade noch vergessen an der Stelle. Wie schnell läufst du denn? Annähernd. Okay, das passt. Nein damit. Wir haben das Wasser, wir haben dich, wir haben dich. Dann können wir gleich auch ein Kreuz nebenbei aufbauen. Das wäre nicht ganz verkehrt. Und die Packs können wir auch hier schon mal besser machen. Attacke, Attacke und Attacke. So. Von allen drei Seiten weg mit dir. Du gehst darüber rein, das ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, ihr geht bitte immer schön weiter, den Weg nach da unten. Indessen gehst du den Mittelweg. Und ihr greift irgendwie so rum an und dann haben wir das auch. Fallschläge kommen gleich noch, das ist in Ordnung. Und die 24 sollten demnächst auf dem Weg sein. Yep. Die sind auf dem Weg. Angriffe wird erhöht. Das passt, dann können wir nämlich sagen, ich hätte gerne eine komplette Division von denen. Wenn wir 10 Stück haben, ist es schon recht gut. Die bekommen dann auch von mir noch Kavallerie mit hinzu. Die bekommen Pionierarbeit hinzu. Genau, damit die ein bisschen besser dran sind. Haben wir sonst noch irgendwas für sie? Eigentlich nichts. Wir gucken, dass wir sie irgendwie droppen können. Das passt dann schon. Ihr seid echt hartnäckig, gebe ich zu. Seid massivst hartnäckig sogar. Was ab da? Da werden wir schon noch was fallen lassen für euch. So, aber erstmal. Wo haben wir sie denn? Geht es Jerome 44. Da können wir sagen, was haben wir überhaupt alles da? Wahrscheinlich relativ wenig Kanonen. Eine fette Flak können wir hinbauen. Ja, ebenso eine Flak. Wir können Torpedowerfer hinbauen, leichte Batterien, Schnellfeuerbatterien, U-Boot-Abwehr, immer gut. Dann da auch nochmal eine U-Boot-Abwehr, aktive Sonar und Feuerleitsysteme können wir auch noch machen, das ist jetzt nicht schlecht. Aber wir werden nicht gegen U-Boote so erkämpfen, sondern eher gegen die hier. 45, ernsthaft. Okay, Moment, das haben wir gleich. Die 45 kriegen gleich noch hin. Auch wenn ich jetzt gerade nirgendwo hingucke. Das passt schon soweit. Dankeschön. Zack, so. Das wäre dann quasi der da hier. Der soll in die UNAV aufgenommen werden. So viel wir nur können. Sordle, passt. Sitz, passt, hat Luft. Ein bisschen U-Boot, ein bisschen hier machen. Und ein bisschen mehr aus der Türkei holen und ein bisschen mehr aus Schweden holen. Und schon haben wir keine Probleme mehr. Überhaupt keine Probleme sogar. Äthiopien. Wenn wir den Luftraum hätte, haben wir den überhaupt? Den werden wir schon noch bekommen. Haben wir das für... Moment. Können wir das Flugzeug von denen mitbenutzen? Ernsthaft. Ich habe eigentlich einen Militärzugang, also das ist schon ein bisschen dreist, dass ich das nicht nutzen kann. Okay. Ja, das kriegen wir schon hin. Irgendwie schaffen wir das schon noch. Dort rechtzeitig hinzukommen. Okay. Wir sind dort und dort und dort. Und hier auch gleich direkt angreifen, mit hinnehmen. Zack, 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 zack. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich hier. So, wir haben die hier auch alle rausgeboxt. Das heißt, wir können zu denen sagen, angreifen, massiv angreifen. Und können danach übergehen zu Operation. Wir greifen nochmal die kleine Inselgruppe hier an. Wenn wir hier fertig sind. Batz, batz, batz. Bingo, Kongo ist wieder unsere Kontrolle. Sonst noch irgendwelche Feinde hier. Tatsache. Also, wir haben eine Mini-Truppe hier unten. Okay, okay. Wenn sie denken, sie müssten jetzt gegen uns noch hier was machen,
Dann werden wir sie jetzt eines des Besseren belehren. Hier, zack, darüber und darüber. 12 Stück. In 42 Tagen, go, go, go. Wir sind auf jeden Fall grün hier. Wie schaut's aus mit unseren Truppen? Die sollen, wenn sie fertig sind, da hinten rauskommen. Das passt. Insofern sie dann fertig sind. Artillerie, Pack, Flak. Wisst ihr was, wir schmeißen alles in die rein. Da gibt es einfach noch mehr Fallschirmjäger hier. Ganze Batterie davon. Flak. Artillerie. Das tun wir noch mit reinschmeißen. Zu viel. Okay, warte. Das entfernen. Das geht, okay. Passt. Schmeiß nur ein paar Waffen rein. 1700 hier. Eieiei. Oh, der Äthiopien, wolltest du mit mir Kriegs? Ja. Safari. Ja, so viel zum Thema Safari noch. Wir haben ja kleine Jäger, die wir bauen können, oder? Nee, das habe ich ja nicht mehr gemacht. Stimmt, das habe ich abgebrochen. Müssen wir vielleicht nochmal investieren. Dass ich kleine Mini-Jägerchen habe in der Zwischenzeit. Überlegen halt, bringt mir halt auch noch nichts momentan. Wir werden ziemlich schnell auf mich zukommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also auf normal stellen, bis auf ihr hier unten. Ihr dürft aggressiv vorrücken, egal wie. Experiment, Raketentechnologie als nächstes. Immer schön weiter. Immer schön weiter Raketentechnologie bringen. Das war jetzt ein bisschen unnütz. Das ist egal, das war's auch. Intervention Skandinavien. Ja, macht es ruhig. Wenn es euch Freude bereitet, macht es doch lieben gerne. So, Bombardement haben wir. Jetzt brauchen wir noch einen Antrieb. Dann können wir ein kleines Flugzeug machen. Weil ohne Antrieb geht's nicht. Genau, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Überfordert mit dem, was hier ist? Ja, das wiederum kann ich nachvollziehen. Voll und ganz sogar. Der ist in Ordnung, soweit ich es richtig sehe. Yep. Okay, warte mal. Bitte die Bahn nutzen. Dankeschön. Wenn ihr dann da seid, warte mal kurz ab, bis ihr alle auch aufgeladen seid. Wobei, ihr könnt es machen, sobald ihr fertig seid. Da unten wird eh nichts mehr passieren. Nichts mehr Aufregendes zumindest. Frankreich, Deutschland ist kaum noch vorhanden. Mhm, hier oben auch, hier auch, hier auch. Japan. Nimmt hier ein bisschen was ein, das gefällt mir. Das gefällt mir. Also Japan ist noch eine große Bedrohung, stelle ich fest. Okay. Das heißt, gegen die Sowjets können wir wirklich vielleicht noch vorgehen. Eigenständig natürlich. Das wäre wunderbar, wenn wir das noch hinkriegen könnten. Für den Moment aber haben wir hier noch unsere Probleme. Sodle. Wir haben dich, dich, dich. Dich haben wir auch gleich fertig. Das heißt, ihr müsstet eigentlich jetzt dem nicht angreifen. Theoretisch zumindest. Warum haben wir jetzt grüne See? Wo seid ihr denn momentan? Ihr seid hier unterwegs. Okay, warte mal. Weg und weg. Dann müsste es eigentlich ein bisschen besser ausschauen. Wie wäre es denn mit Angriffstrupp und nach darüber hin? Dann müsste man auch hier unten grün sein. Die ansatzweise grün. Nur ansatzweise grün. Ernsthaft? Ist mich vergackern. Nur ansatzweise grün. Ist hier unten so viel an Truppenstärke noch übrig. Okay, dann müssen wir doch schicker mal da weiter runtergehen. Das macht nichts aus, so wie es ausschaut. Okay. Egal wie, egal wo. Es juckt ihn noch nicht. Mhm. Das heißt, hier unten sind noch Flottenverbände da, die wir noch nicht weggeratzt haben. Okay, verstehe. Attacke, Attacke. Nein mit dir, nein mit dir. Die nächsten sind gefallen, ihr werdet auch gleich fallen. Ihr könnt nicht bestehen. Glaubt es einfach. Ihr hattet einen kurzen Moment der Freiheit, der bedingt auf kurz zu definieren ist. Aber alles andere werdet ihr nicht schaffen. Genauso wie wir das hier nicht einreißen können, so wie es ausschaut.
Kommt noch alles. Sodele. Haben wir den Tech jetzt bei welchem Motor noch nicht? Okay. Wir haben Transportflugzeuge. Yep. Raketenartillerie. Yep, aber noch zu wenig von dem Spaß. Auch wenn ich sage, das kommt eh zu spät. An der Stelle wahrscheinlich ja. Das auch für die Arbeit ist gerne gesehen. Heldentanzen gerne sehen. Luftraumbau braucht man nicht. Nein. Das passt auch so weit. Ich wollte gerade sagen, schmeißt euch da rein zu dem Tobi. Okay. Ihr bitte ganz normal angreifen. Einfach alle ganz normal angreifen. Das passt schon. Dies passt schon. Haben wir hier eine Versorgung? So gut wie nicht. Okay. Dann können wir mal sagen, ich hätte gerne... Machen wir denn welche Transportflugzeuge hier? Zack. Hier ist ein 100er. Ihr kommt hier hin. Und ihr versorgt das Gebiet hier mal. Dann müsste es nämlich wesentlich besser laufen. Yep, ihr seid grün. Wir haben die Hoheit. Und es schaut nicht mehr ganz so schlecht aus. Könnte natürlich immer ein bisschen besser sein, aber kann auch wesentlich schlechter sein. Geht natürlich, brauchen wir jetzt keinen mehr geben. Nein, Panzer. Wir haben Panzerwagen übrig. Okay. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Wir haben euch und euch hier. Allgemeine Luftüberlegenheit ist nie verkehrt, wenn man die hat. Und wir können noch sagen... Die Truppen, die wir hier haben, dorthin und auch noch mit hier hin. Gebt denen Flugunterstützung, gebt denen alles, was ich gerade brauche. Und Triebwerkstechnik Nummer 1 ist auch fertig. Ach, gut, passt. Jettechnik kommt nachher auch noch. Für das für den groß angehenden Bombardement-Angriff. Fallschirmjäger, die nächste Stufe ist auch bald fertig. Schön. Direkt die dritten noch machen. Die Orga muss nach oben. Je mehr, umso besser. Bearbeiten. Können wir noch welche Neustopfer? Nein, geht nicht. Okay. Macht nichts, wir sind bald soweit. Wir haben euch bald soweit. Palma de Mallorca. Wer hätte gedacht, dass Mallorca das letzte bisschen ist, mit dem sie uns quasi jucken könnten. Ja? Ach ja, weil wir das noch nicht eingenommen haben. Okay. Und Äthiopien noch obendrauf quasi. Komm schon weg damit. Ja, herrlich. Das war's. Die Nächsten sind weggefallen. Okay. Das heißt, alles, was wir haben, nach dahin schicken. Und dorthin, beziehungsweise dorthin. Ja, alles noch dorthin mal. Dann möchte ich den Posten hier noch aufgerüstet sehen. Stufe 2, wenn es geht. 20. April, das dürfte reichen. Dann möchte ich, dass ihr ganz schnell nach da hinten geht. Das müsste ausreichend sein. Wo sind meine Truppen? Die sind bald fertig. Habe ich auch eine Uhrzeit, wann die fertig sind? Wahrscheinlich eher nicht, weil mir Ausrüstung fehlt. Also als 10 Division raus mit euch. Ihr seid Teil von ihm hier. Yep, er hat nämlich noch nicht so viel gemacht. So. Und die 10 hier kommen zu mir hin. Das passt. Und ich möchte, dass ihr so schnell wie möglich quasi... dorthin geht und auch nach dorthin geht. Passt. Go, 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 go. Ich wollte gerade sagen, wollten... Ne, wir werden nicht angegriffen. Wir werden nicht angegriffen. Meine Güte, Japan. Du willst es echt wissen. Du willst es richtig wissen an der Stelle. Okay. Können wir Fälle machen. Das nutzt ja sonst nichts. Das Ding bitte... in zwei Hälften aufteilen. Yep.
Wir können zu mehr abdecken. Das würde auch schon mal ziemlich viel helfen an der Stelle. Yep. Massiv viel sogar. Wir könnten dann auch sagen, guck mal her. Ihr seid für die Nummer 1 zuständig und nochmal ein U-Boot der Stufe 4 und einmal nochmal so ein Kreuzer machen. Für den zweiten. Du bist der Erste. Du bist der Erste. Du bist der Zweite. So, zack und zack. Hier und dorthin. Voll, 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 fast voll. Das heißt, 1, 2. Ja, was soll es? Es haut schon hin. Sitz passt und hat Luft. Ihr habt nichts zu tun momentan. Yep, ich weiß, ich weiß. Ihr könnt einfach gar nichts machen, Sodle. Dann zu schießen muss ich einfach. Nach und nach. Sage ich nicht nein dazu. Die Packs. Ja, guck mal, so, jetzt brauche ich schon mal die bessere. Je besser, je früher wir sie bauen, so glücklicher. Bin ich auch wieder. Japan möchte uns immer noch einladen. Es ist nachvollziehbar. Es ist. Es wäre interessant, sagen wir es mal so. Es wäre interessant. So, der falsche Weg. Kommt mal her. Kommt halt darüber. Go, 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 go. So, dann schauen wir doch mal. Wenn ich jetzt das Ding abspeichere und sage, übernimmt mir Äthiopien. Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Was ist mal zu Hause hier? Airborne. Falsche Mega. Auf unseren Luftschirm mit Rechtsklick machen. Das heißt, der ist da hier. Ne, das war jetzt falsch, oder? Okay, das funktioniert jetzt auch irgendwie nicht. Wie muss man es machen? Schritt 1. Auf unseren Luftschirm rechtsklick, um den Ausgangspunkt zu bestimmen. Achso, hier machen. Von quasi von da nach da, aber das funktioniert doch gar nicht so. Dies funktioniert doch gar nicht so. Ach, sind wir nicht in Reichweite von dem Ganzen? Das sind ja als falsche Mega, also Paratubers hier. 5 Stück sind dabei mit ein bisschen Ausrüstung. Es müsste gehen. Es müsste eigentlich funktionieren. Wenn Sie mir jetzt sagen, ich kann gar nicht dorthin. Das wäre jetzt das Beste natürlich. Ich kann überhaupt nichts gegen Äthiopien machen. Ah. Falsche Mega. Das bitte bauen. Dankeschön. Das bitte nicht mehr so viel bauen. Davon eher mehr bauen. Eine pro Woche, zwei pro Woche, das passt. Her mit dem Ding. Das gibt's doch jetzt echt nicht, oder? Von zack, von da bitte aus. Ah, jetzt geht's. Jetzt macht es auf einmal. Ah, okay, warte mal. Eins. Zack, von da aus. Nach dort ausgehen. Wunderbar. So. Von da aus, nach dort ausgehen, wunderbar. Ist nämlich echt interessant, ob das hinhauen kann oder nicht hinhauen kann. Natürlich doof, dass wir jetzt so ein bisschen weiter weg sind, aber theoretisch müssten sie nichts gegen mich sagen können. Überhaupt nichts sogar. Ich nehme noch mit. Und dann sagt man noch, da ist noch ein Punkt zum Einnehmen.
Dann sagen wir, da schon einen Punkt zum Einnehmen. Wie lange dauert das Ganze? Kann sofort passieren, so wie es ausschaut. Okay. Mhm. Okay, schön. Wir haben dich eingenommen, dich und dich und dich. Wir können dich mitnehmen, wir können dich mitnehmen. So können wir laufen, da können wir nicht rumlaufen. Das wird, das funktioniert. Wir können von hier aus angreifen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. 24. Mai, 18. Mai hier. Wenn dem so ist, möchte ich jetzt einen Kampfverband da unten sehen. Dann können wir es endlich beenden. Ich glaube, ich spinne. Ja, die brauchen wir nicht, das ist mir egal. Das sind die 10 Divisionen hier. Wo sind die anderen 15 Divisionen? Da haben wir welche. Nein, brauchen wir nicht machen. Hier 15. Kommt alle umgehend nach da hinten hin. Auf allen Wegen kommt jetzt her. Aber sowas von schnell. Okay. Äthiopien, wir haben dich geknackt soeben. Wir haben dich soeben geknackt. So, und immer schön weiter die ganzen Konvois abschießen. Die dürfen nichts mehr haben später. Überhaupt nichts mehr sogar. 100 Schiffe. 79. Tendenz weniger werdend. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Sowjets hat den... Oh, oh, ho, 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 ho. Jetzt haben wir richtig dreist. Jetzt haben wir richtig dreist. Also die Sowjets müssen wir aufhalten, so wie es ausschaut. Da, das ist einfach echt unklug an der Stelle. Vereinigtes Königreich, du bekommst schon uns noch Unterstützung. Aber sowas von. Das kannst du, da kannst du einen drauf lassen. Na, wir gucken mal, ob wir zur Atommacht werden noch. 1947. Ratasonski Reich wird zur Atommacht werden. Das wäre jetzt noch das Beste überhaupt. Ein paar Lenkraketen, Dankeschön. Düsentriebwerke, wunderbar. Her damit. Immer nur her damit. So, wie viele Flugzeuge produzieren wir denn gerade? Ach, ich habe sie in den Auftrag gegeben. Stimmt, da war ja was. Weiß gar nicht, brauche. Ich kann sagen, ich brauche es ja gar nicht mehr. Was ich brauche, wäre... Auf jeden Fall ganz viele moderne Panzer. Mhm. Das schaut schon eher nach was für mich aus. Dich brauchen wir nicht mehr. Vereines Königreich. Ja, du bekommst schon ein bisschen was von mir. Die Türkei wird noch unterstützt, so gut wie es geht. Und Portugal auch noch. Yep. Wenn Portugal 1 nehmen, wäre jetzt noch das Schöne. Die sind neutral. Portugal ist neutral, stelle ich gerade fest. Frontlinie dort aufbauen. Schauen wir doch mal. Ich meine, mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht. Das passt. Ihr seid da unten. Das ist auch soweit in Ordnung. Wir brauchen bloß ein bisschen mehr. Noch ein Kitzelkreis besichern. Können wir uns denn gegen dich wenden? Speichern. Es wird schön. Speichern. Kriegsrechtfertigung innerhalb von 25 Tagen. Das passt. Wir haben Griechenland um Unterstützung. Durchmeister hat kapituliert. Unschön natürlich. Manchuku gibt uns Zusatzausrüstung. Ah, das ist doch lieb. Das ist doch richtig lieb. Wir mussten gerade nochmal leicht neu verhandeln mit Tung auf leicht neu verhandeln. Ihnen gefällt es wahrscheinlich nicht, dass wir gerade gegen Portugal vorgehen möchten. Haben wir die 15 Truppen? Die sind hier. Okay. Wir haben die 15 Truppen. Die 15 Truppen werden dorthin verschachert werden. Irgendwo so hin. Dann sind die nämlich schon mal im Gebiet zumindest. Ist sonst noch jemanden da? Australien, natürlich. Hey, Australien, komm mal her. Komm her, Australien. So, dann sagen wir, ich hätte gerne von da. Das hier. Ernsthaft? Jetzt möchtest du wieder rumspinnen, Spiel. So,
da. Ah, okay. Wir müssen nicht das machen, doch nicht das machen. Sondern das hier machen. Okay. Hab's verstanden, hab's verstanden. So. Von da bitte in die Hauptstadt rein. Wunderbar. Dann hatten wir von hier nach da unten rein. Dann hatten wir irgendwie von da nach da was. Von da nach da was. In Portugal gibt es quasi umsonst obendrauf. Herrlich. Kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen. So, wir haben dann dich, dich, dich und dich. Den Berg kann man noch mitnehmen. Und dann sagen wir noch bitte das Gebiet hier. Und insofern möglich auch noch das Gebiet hier. Södle. Okay, ist alles bereit? Ist alles soweit bereit. Die Truppen sind auch unterwegs. Portugal wird dem nicht angegriffen werden von uns. Habt ihr überhaupt noch was? Ganz dumme Frage. Habt ihr überhaupt noch was? Ja, theoretisch müssten noch irgendwo Schiffe von denen rumrennen. Irgendwo. Fragt mich aber nicht wo. Reparierung auf Reparatur? Definitiv. Das ist nur das Wichtigste, Reparaturen. Portugal. Ja. Es wird nichts auf lange Dauer werden. Deswegen Australien. Und nochmal Feindes Königreich. Wir brauchen einfach noch ein paar Rohstoffe. Es hilft ja nichts. Muss so sehen, es hilft ja nichts. Das bringt nicht so viel eigentlich. Nicht irgendwo noch. Das bringt ein bisschen was. Aber nur irgendwo Materialien. Hier vier. Wo habe ich ihn aber auch? Drei Stück dazu. Jep, 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 jep. Eins hinzu. Besser als gar nichts. Eins hinzu. Das können wir auch noch ein bisschen verbreitern. Einfach, das bringt mir nichts. Das ist auch nichts. Ja, wir haben nicht die rohstoffreichsten Gebiete. Muss man anerkennen. Muss man so anerkennen. Ja, was soll's. Wir können die Heimat noch upgraden. Man sollte es nur ein bisschen vor sich hin brodeln quasi. So, schauen wir doch mal. Wir intervenieren gerade wieder. Yep. Und fleißig intervenieren. Wie die Weltmeist intervenieren wir. Oh, 12 Stück hier noch. Her mit dir. Einmal her mit euch. Solange bis ihr irgendwann mal angreifen dürft. Wann auch immer das sein wird. Wieder rufen. Okay, dürft ihr gerne machen. Komm schon, komm schon. Ja, Assan übernimmt die Verantwortung für die Kolonialsachen. Okay. Sodle, schauen wir doch mal. Eroberung haben wir. Das sagen wir bitte. Kriegausführung. Wunderbar. Und der Alinion. Ja. Sie sind den Beide. Ja, nice. Okay. Portugal gehört auch uns. Guck mal, ein Embargo gegen uns fängt. Was? Warum? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Südafrika. Ich will mal hier kurz Haus. Das wäre recht schön. Noch ein bisschen mehr aushelfen oder auch nicht. Passt soweit. Vereinigtes Königreich. Noch ein bisschen mehr hier rauspumpen. Nein, okay. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Wir hier zu wenig haben. Go, 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 go. Übernimm's, 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 übernimm's. Können wir nämlich jetzt Lissabon für uns, Portugal für uns einnehmen. Und wir sagen direkt auch schon mal, hey, ich möchte diesen Plan durchsetzen. Hier geht mal darum. Indien hat kapituliert, okay. Darüber gehen, darüber gehen, darüber gehen, darüber gehen. Oh ja, yeah, wir haben einen Punkt. Wir haben soeben einen Angriffspunkt.
Go, 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 go. Wir haben leider keine Schiene, sonst sollten wir die verwenden, aber was soll's. Wir nehmen Kontrolle über eine feindliche Hauptstadt mit Fallschirmjägern. Oh komm bitte, sagt es war immer noch nicht. Ach, lumbo, 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 lumbo. Und go, go, go. Das wird langsam nämlich echt unschön. Polga gehört uns, wunderbar. Das gehört auch denen, das auch, das auch, das auch. Panzerabwehr ist auch demnächst vor uns bereit. Wunderschön. Wir haben Schiffswerften. Ach. Hehe. Wir haben welche, aber können gerade nichts machen. Verständlich. So, und dann sagen wir überall hier noch einen dazu nach und nach. Passt es auch. Alles zur Reparatur. Noch mehr produzieren. Ja, wir haben jetzt schon ein Defizit, ein massives, also. Ich weiß ja nicht da. Ich weiß ja nicht da. Wir können jetzt ja schon nicht als so ein freies Frankreich. Ihr Pferd damit. Wunderbar. Wunderbar an der Stelle. Noch mehr Zivilfabriken vielleicht, eventuell so. Eine ganze Ladung davon, das wäre echt wunderbar. Das brauchen wir nicht mehr machen. Nein, das ist in Ordnung soweit. Das ist mir jetzt in Ordnung soweit. Okay, dich haben wir auch eingenommen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ihr habt gute Dienste uns erwiesen. Deswegen dürft ihr jetzt auch quasi hier weiterkämpfen an der Front. Und weiter nach darüber gehen. Go, go, go. Alle 10 Divisionen. Der Rest ist gerade egal. Ihr habt alles richtig gemacht. Also wie hier und wie hier. Wir müssen nur noch den Rest von euch hier reinbekommen. Und dann ist hoffentlich Portugal bald weg. Haben wir. Wir haben ein Schifflein verloren. Oh, das ist unfair. Das ist jetzt aber unfair. Das sind Dinge, die möchte ich nicht sehen. So, Belgien, das gehört uns auch. Portugal, da unten noch was, aber selbst das ist kein Problem für uns. Sördle. Ich würde sagen, bitte weiter nach vorne. Stoße durch. Wunderbar. Okay, das war's. Das war's. Okay. Spanien. Alle Orte. Portugal. Alle Orte. Afghanistan. Alle Orte. Äthiopien. Alle Orte. Jemen. Hey, da wird's geil, ob ich irgendwas anderes haben möchte als den kompletten Besitz von allem. Das war mehr als gut. Wunderbar. Hätten wir das alles. Die spanische Armada. Portugiesischen können wir auch noch mitnehmen. Alles einfordern. Passt soweit. Okay. Ich weiß, laut Embargos. Aber. Jetzt kommt's. Wir werden jetzt quasi umschwenken. Wir werden umschwenken. Ich möchte nicht mehr faschistisch sein. Ich möchte... Wo haben wir dich denn? Ich möchte demokratisch sein. Können wir das machen oder haben wir irgendwo ein Defizit? Nein, aber nicht. Okay, dann bitteschön. Auf zum Beginn der Demokratie. Wir haben mit niemandem mehr Krieg. Nein, wir besitzen alles. Yep, okay. Dann möchte ich das beenden. Sonst noch irgendwelche Invasionen? Yep, dich hatten wir auch noch da. Dich hatten wir auch da. Dich brauchen wir hier auch nicht mehr. Im Gegenteil. Wir können es da... Okay, lass es in den... Lass es in den... Das ist in Ordnung. China ist da hinten noch unterwegs. Oh, Manometer. Okay. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Ausbauen, insofern nötig und möglich natürlich. Alles aktualisieren, das ist auch soweit gut. Moderne Panzer werden auch gebaut und mass.
ein Bau gegen uns verhängt, ja, das ist schön, aber im Endeffekt wird es nichts bringen, das Embargo. Wenn wir einfach... Okay. Warum wollt ihr den Embargos kriegen? Ach, Mann, ey. Unschön. Okay, Portugal haben wir sonst noch irgendwo. Stahl. Das größte Problem überhaupt, der Stahl. Na, wir bauen schon. Insofern nötig, möglich, bauen wir schon überall alles ab. Okay, dann müssen wir da halt ein bisschen zurückstecken für den Moment. Was soll's. Alle wegmachen. Das passt soweit. Der große Umschwung. Ja, wird ein bisschen dauern. Gebe ich zu, wird echt ein bisschen dauern. Speichern. Dann bereiten wir uns schon mal auf das Schlimmste vor, was sich schimpft. Wir werden gegen Russland kämpfen müssen. So, ihr, wobei, Moment. Gelb kann gut nach hinten gehen. Wunderbar. Ab nach Hause. Dann sagen wir, ein kompletter Kampfverband soll noch nach dahin geschickt werden. Wunderbar. Die Fallschirmjäger. Können nach Hause geschickt werden. Wir können sagen, ihr haltet einfach mal den Punkt hier. Warum nicht? Panzerbataillone sollen sich bitte quasi dorthin mit bereit machen. Zusammen mit dem Kampfverband hier. Das passt dann schon. Und des Weiteren sind wir gut aufgebaut. Ja, es geht, es geht. Wir könnten hier noch eine Strecke hinbauen. Das wäre jetzt nicht das Verkehrteste auf der Welt. Und der Rest ist überall irgendwie versorgt. Ja, irgendwie schaffen wir es immer. Dann. Oh, das ist viel, das ist viel. Okay, du kommst damit hin. Yep, auflösen und auflösen. Das passt. Halbieren, halbieren. 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 Sag mal, du kommst mit zu denen dahin. Wir werden das Ganze hier auflösen, weil brauchen wir nicht mehr. Und werden dann sagen, wir möchten bitte, dass ihr alle Konvoi-Befehle quasi hier unten macht. In dem Bereich dürft ihr euch austoben bis zum Umfallen. Da wird niemand später Nein dazu sagen. Sollte hinhauen. Sollte hinhauen. Sodele. Wir werden demokratisch, haben wir gesagt gehabt. Verbieten? Nein, nein, nein. Wir verbieten nichts Demokratisches. Wir wollen Demokratie. Wir möchten Demokratie. Und wir haben soeben... Hatte ich mal eine Million an Männern? Habe ich so viel wieder rausgehauen? Das kann gut sein. Würde mich jetzt nicht wundern, sagen wir es mal so. Ganz und gar nicht sogar. Ihr alle... Zurück nach Siam. Passt soweit. Müsste soweit gerade momentan nichts mehr machen. Öl haben wir genug. Die Gigaflotte haben wir auch. Also, uns kann niemand mehr irgendwas anhaben. Und ja. Ich hätte gern von jemand anderem noch was. Hier zum Beispiel. Ich möchte mit Deutschland eigentlich nicht handeln, wenn es geht, weil ich möchte sie eigentlich besiegt sehen. Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte sie besiegt sehen, genauso wie Japan. Ach komm, schon kein Embargo gegen mich. Ich bin friedliebend und lieb. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. So. Ölproduktion war was in einem Jahr leer laufen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber okay. Neun Fabriken. Wie viel nutzen wir gerade? 15. Wir benutzen viele Fabriken gerade. Dann können wir auch zwei Stück für Öl verwenden. Dann können wir auch ein bisschen was ins Öl rein investieren. Was haben wir sonst noch alles? Bewältigende Feuerkraft ist recht gut und Pionierarbeit. Ja, Pioniere sind immer gut. So, dann die Marine. Nahkampf, Angriff von Bergen, Torpedo, Schutzschirm durchdringen, plus 5%. Ich sage nicht nein dazu. U-Boot-Überlegenheit,
Forschungsgeschwindigkeit musst du kosten, nein. Erfahrungsgewinn musst du kosten, leichte Kreuzer. Schiffreparatur und Umbaugeschwindigkeit, yep, das wäre noch was. Damit können wir leben. So, wir beginnen zu defaschisionieren. Und damit sollten wir uns quasi später nach und nach bei den Alliierten einreihen können, was relativ gut wäre. Wenn wir dann Japan angreifen können, oder Sowjets, oder beide sogar. Wir können nur gewinnen. Beim nächsten Mal sehen wir aber dann mehr. Bis dato macht es gut und wie immer, tschüss alle.